Lotte, guten Morgen. Och, Lottchen, mein Lottelein. Heute ist ja der Tag der OP und ich bin jetzt gerade von der Arbeit heimgekommen und habe noch ein bisschen Zeit, bis wir los müssen. Und wir machen jetzt einfach alles ganz normal, so wie immer. Amy, ich glaube, du möchtest nicht. Super. Sie schnuffelt. Super. Ach, Holly. Ach, Lotte, du kleine Brummaus. Wollt ihr hüpfen? Ja? Wollen Babys hüpfen? Bruno in den Startlöchern. So, gehen wir wieder rein. Gibt's im Bad was umsonst? Einmal aufmachen für euch. Ja, ist immer so, wenn eine Tür zu ist und sie draußen waren, dann müssen sie schauen, ob alles in Ordnung ist. Ich habe übrigens gerade gewischt und das hier ist noch feucht vom Wischen. Ich bin ganz aufgeregt. So, ich werde jetzt abspülen und dann gibt es noch mal eine Brotzeit für die Babys und dann fange ich auch schon an, die Boxen zu richten und Futter für die Fahrt mitzunehmen. Wasser wollte ich noch mitnehmen und ja, ein paar Leckerlis habe ich schon rausgesucht. Vielleicht noch einen Apfel, Karotte. Ach, Holly. Dieser Kuschelhaufen. Super frischer Basilikum, sage ich. Frischer Thymian wird gegessen. Petersilie gab's. Tüte mit Verpflegung ist auch gepackt. Also wir haben Grünkohl, Petersilie, Thymian, Radicchio, Karottengrün, Karotte, Apfel
und Sellerie. So, Babys sind am Essen. Bini hat auch gut gegessen. Ich mache jetzt die Boxen fertig. Bruno ist es nicht geheuer, der verschwindet schon mal. Und zwar, ich denke, ich mache eine, wobei die Decke ist irgendwie ein bisschen zu dick beinahe. Oh, Holly. Oje, oje. Holly hat jetzt schon große Angst. Ja, Lotte, einmal über mich drüber. It's alright, I can make it home by myself. I've got your words inside my mind. Nobody told me it was gonna turn out. Die muss trinken. Jetzt sind wir da. Wäre besser gewesen, ich hätte so ein Ding mitgenommen, so eine Pipette. Ja, sehr feucht. Fertig oder noch was? Nee, okay. Dann darf die Lotte jetzt trinken. Noch nicht. Die Sauer. Ne, dann gibt's nichts. Ein bisschen trinkt es aber so trotzdem. Schau mal, Leute, das ist fein. Ja, Bananen, den kann man essen, gell? Du auch? Holly. Du, oh, alles gut, hm? Ja. Und was kommst du, hm? Ja. Kannst du sie reinsetzen? Was? Dann wieder nicht anders umgegangen das letzte Mal? Da oben sind wir rein. Sicher? Ja, jedenfalls geht die Tür auf. Das ist schon mal was. Ich kann mich da wohl erinnern. Nee, Stefan. Was? Wir sind doch da nicht rein. Jetzt, wo ist da vorne? Ah, leck mich ja mehr mit. Nee, da vorne dann, weil die Tür nicht aufgegangen ist.
Das weiß ich nicht. Aber wir sind doch da hinten rumgegangen. Mann, du. Ja, das muss dann. Jetzt schon gemeint, dass wir da vorne rein sind, aber das ist ja hier. Dürfst du nicht. Was anderes, das ist ein Firmending. Ja, da müssen wir rein. Da durch? Ja. Also doch da vorne, oder was? Nein, aber die haben die Tür zu weit. Ach, geht doch. Stefan. Ja, ja. Watch the sun climbing over buildings and bridges. I guess we lost track of time. Nobody knew it was gonna turn out. That's alright, that's alright, that's alright. What do you want from me? What do you want from me? Nothing tough for me, it's like I'm in agony. Every time I see you, I wonder what's left of me. Ooh, maybe this is the death of me, yeah. It's my history. It's the best of me. Wo haben wir denn unsere... Der Winkel mit Eis drin. Hast du die Mama angerufen? Nein, ich habe bloß Meldung geschickt. Das ist einfacher jetzt. Das ist Mama, oder? Wirklich. So, möchte jemand... Lotte ist eingeschnappt. War's Mama? Ja. Hat sie angerufen? Nee, sie hat eine Meldung geschrieben. Schau, wie es da mit rausfahren ist. Wo ist denn der Medikamentenplan? Der ist da, wo das Futter drin ist. Haben wir alles? Ja. Da habe ich die Medikamente auch mit rein. Lotte? Nein. Dem Patienten geht es noch am besten. Holly hat sich unterm Tisch verkrochen. Das war heute alles doch ein bisschen viel. Gell, Spatz? Ja, aber du warst so tapfer, Mensch. Und jetzt heilt dein Auge. Gell? Ja.
Holly. Ich habe ihr gerade die Tropfen gegeben und jetzt halte ich sie ein bisschen auf dem Arm, damit sie sich das nicht gleich wieder wegputzt. Also ich bin ganz durcheinander. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber erstmal das Eigentliche vorne weg. Also sie wurde nicht operiert. Einfach, also irgendwie dachte ich erst, ich bin im falschen Film, weil ich ja der festen Überzeugung war, dass heute operiert wird. Ich meine, klar, hieß es, vorher wird noch untersucht, aber das hat sich alles schon sehr nach einer OP angehört und ich bin ja auch wegen einer OP überwiesen worden in die Augenklinik. Und auch als ich angerufen habe, hieß es eigentlich OP und dass es halt dann eine Not-OP wäre. Und dann war ich da und dann hieß es ja, um die Uhrzeit wird sowieso nicht mehr operiert und außer es wäre jetzt wirklich eine Not-OP, aber ansonsten und überhaupt wird beim Kaninchen nicht operiert oder ja, und von der Narkose her wäre es eine 50-50 Chance und es wäre einfach viel zu riskant, vor allem halt auch in der Holly ihrem Alter und die Lage ist ernst. Das mit dem Durchbrechen, das ist echt, also das, ja, das hat er dann auch nochmal gesagt und das klang alles ganz schrecklich. Wenn das passiert, der Vorteil ist, bei so alten Kaninchen ist die Hornhaut oder Bindehaut, irgendwas ist dicker als bei Jungen und dadurch ist es stabiler als bei Jungen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Alter auch ein Risiko, was jetzt zum Beispiel die OP angeht. Und ich tropfe jetzt weiter oder tropfe nur noch und zwar in einem Ausmaß. Also davor war schon viel, jetzt ist es noch mehr, jetzt tropfe ich. Also ich habe meinen Medikamentenplan bekommen, also ich gebe jetzt insgesamt 20 Tropfen am Tag. Und ja, aber in kürzeren Abständen, weil sonst wird es ja gar nicht gehen. Also das ist quasi der Idealfall, meinte er, wenn man nicht noch zur Arbeit gehen muss. Aber dadurch, wenn die Abstände kürzer sind, muss ich halt in einer Stunde alle paar Minuten tropfen, um das Pensum zu schaffen. Jetzt hat sie auch zwei neue Sachen bekommen. Das eine ist irgendwie Blut und meinte nicht, das würde nach faulen Eiern riechen. Also dann, also irgendwas riecht nach faulen Eiern, irgendwas ist Blut. Ich weiß nicht, ob das das eine ist. Ich habe jetzt nichts gerochen, weil das Blut habe ich jetzt schon gegeben. Also ich weiß auch nicht, was das für ein Blut ist. Ob das echtes Blut ist oder künstlich nachgebildetes Blut. Aber das soll halt quasi die Blutgefäße, die noch nicht angekommen sind, sollen das halt unterstützen. Wir müssen weiter beten, ganz fest Daumen drücken. Ich soll, also die Tropfen halten ungefähr so 10 Tage, ich soll das halt jetzt ganz genau beobachten. Wenn Worst Case eintritt, dann ist es natürlich ein Notfall, dann muss ich sofort, ich weiß gar nicht, ob die am Wochenende da sind, also es ist irgendwie, das hat mich jetzt total irritiert und gleichzeitig auch erschrocken, wie ernst die Lage ist, aber ich, naja. Wir müssen jetzt wirklich ganz fest Daumen drücken, ganz fest beten. Es sind auch noch ein paar andere Sachen gefallen, die, wenn Worst Case eintritt, was dann, wie, wo, was. Aber wir lassen es jetzt einfach mal dabei, ganz viel tropfen und hoffen, dass es heilt. Gell, Holly, das heilt jetzt ja. Holly hat, dieser Hase ist unglaublich, sie hat im Wartezimmer gegessen, sie hat bei der Autofahrt gegessen, sie hat was getrunken. Also wirklich unglaublich und die Lotte war ganz schlecht drauf. Die hat die ganze Kiste umgegraben. Ja, also das ist jetzt Stand der Dinge. Die Lage ist ernst, aber wir müssen das Beste hoffen und vom Besten ausgehen und ganz viel beten und Daumen drücken und tropfen bis zum geht nicht mehr.
und dann hoffen, dass es was bringt. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.